Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ecstasy A&E mit der Mass Effect-Trilogie. Und bevor ich mich hier endlos überschlage, gleich mal eins vorneweg, das ist ein Selbstversuch. Diese Folge werde ich ohne Brille spielen, das könnte interessant werden. Und da wir alle wissen, wie erfolgreich ich als Schütze generell bin, wird das hier wahrscheinlich umso interessanter. Wo seid ihr? Kommt her. Komme, bin gleich da. Könntest du das etwas weiblicher ausdrücken, wenn du das sagst? Das gefällt mir so gar nicht. Okay, das war nett. Und jetzt gucken wir nochmal, ob die Tür auch mal aufbleiben kann. Wäre zu nett. Nachladen, Tür öffnen, reingehen, Entdeckung begeben. Ach, die sind da drüben. Ja, okay, dann. Hey! Geht auf meine Ohren. Komm. Was denn? Wo denn? Weiter bescheuert? Verschwinde. Ist die Munition leer auf mich draufgefallen? Meinetwegen. Komm, Jitor. Du hörst mir. Dann nimm du als Erster. Komm. Du gehst mir auf den Keks, Freundchen. Mach die nochmal kaputt, dann muss man denn hier alles selber machen. So, mein. Was willst du denn jetzt von mir? Noch so einer von der Sorte. Stehe ich überhaupt hier oben rum? Fällt mir gerade mal so auf, wo ich doch auch. Ach, Gott sei Dank. Ja, da muss natürlich eine Mauer sein im Weg. Oh, das ist vielleicht nicht die beste Position hier. Das ist vielleicht wirklich nicht die beste Position. Ja, schießt euch gegenseitig ab, das ist scheiße. Erstmal den hier aus dem Weg schalten. Nicht still. Keine Zeit wie so ein Fuchs. Boah! Jetzt geht die mir da hinten aber echt auf den Keks. Kein Problem. Hallo. Erledigen Sie sie, ich mach sowieso neue. Dein Wunsch ist mir Befehl. Also, macht hier auch noch einer was, oder? Wie, du bleibst hier. Ach, Uah. Das war knapp. Wir sind immer noch nicht gestorben. In der letzten Folge übrigens auch nicht. Große Kunst, ich weiß. Na komm, na komm, 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 komm. Jodor, ich hab's doch geahnt. Kein Problem. Ja, laufen, Leute, laufen. So, das hier nix. Oh, jetzt gucken wir mal, wie es lässt läuft, meine Lieder. Okay, beschissen. Wir haben es verstanden. Nachladen. Waffen wechseln. Dankeschön. Sie werden nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Alarm im Labor. Verdammt, was macht okay da hinten? Shepard, der Laboralarm ging mit einem Systemausfall einher. Die verbliebenen Laborsysteme sind ungeschützt und ich habe mir eingeschränkten Zugriff verschafft. Den Laborscannern zufolge ist der Raum voller Toxine und Okias Lebenszeichen sinken rapide. Ich rate zur Eile. Ja, mach mal hier keine Hetze. Dafür gibt es keinen Grund, ich lebe noch. Das ist das Wichtigste. Das hätte erfolgreicher sein können, die Runde, aber... Oh nein, Weltraumluft dringt ein. Was? Entschuldigung. Krantige Frontschwein? Sie haben ja
Tja, wird wohl nichts mit dem Krogan am Team. O'Kear hat sein Leben für diesen einen Kroganer gegeben? Machen Sie mal auf. Sehen wir nach, was ein reiner Kroganer drauf hat. Jack, du bist mir etwas zu aggressiv drauf. Ein reiner Kroganer hat einen ziemlich harten Schlag und sowas können wir eigentlich immer gebrauchen. Falls er uns überhaupt hilft. Ich bezweifle, dass ihn je jemand nach seiner Meinung oder so gefragt hat. Normandy, vergessen Sie O'Kear. Aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Das sind Kroganer. Im Allgemeinen. So. Ja, lass mal's. So, zwei Grundpunkte halt, schön zu wissen. Flurenanlage zerstört, O'Kear tot, aber sein Sohn wurde geboren. Mhm. Verlust von O'Kear könnte ein Problem sein. Shepard soll entscheiden, ob der Kroganer aktiviert werden soll. Klar. Yay, ist das nicht geil. Das will ich haben. Verdammt, wieder Unterzahl muss. Mhm. Los geht's. Wir unterbrechen dieses Let's Play für eine weitere Folge von Ladescreen. In der oberen rechten Ecke sehen Sie die Animation, in der linken Ecke sehen Sie den Aktienkurs der Deutschen Bank, bis sie geschluckt wurde. In der Zwischenzeit verknusper ich die Moderatoren. Entschuldigung. Die Organe zu Studienzwecken mitzunehmen ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Wie ich sehe, genießen gerade alle unser neues Fliegengewicht. Bedenken? Wir wissen absolut nichts darüber, Commander. Ich will ja nicht sofort mit dem Brecheisen ran, aber ich werde eine potenzielle Ressource nicht einfach aufgeben. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Aber seien Sie bloß vorsichtig. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Als ob die hier Mitspracherecht hätten. Tja, liebe Freunde. Machen wir den Zuchttank auf? Hm? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Bis dahin habe ich ihn schon dreimal geöffnet, weil das werde ich so oder so machen. Jetzt will ich wissen, womit ich es zu tun habe. So, gibt's was Neues? Na, jetzt. Jawohl, ja damit. Wer hat denn hier was von zurückgesagt? Panzerbrechende Präzisionsgewehr. Oh, die Erhöhung des Wolfram-Antibodies, bla bla bla. Selber lesen, macht schlau. Holen wir uns jetzt erstmal den... Ja, Quatsch, gehen wir lang. Hallo Kelly, du süßer Hintern, was? Ist es wahr, dass wir im Frachtraum eine Kapsel mit einem Krogana-Baby haben? Du kriegst alles mit, oder? Baby. Er ist ein ausgewachsener und kampfbereiter Supersoldat. Den willst du in die Knuddel. Seien Sie bitte vorsichtig, falls Sie ihn gebären. Wir wissen nichts über seine Persönlichkeit. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, 38, meine Kabine. Was? Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Jetzt lese ich mir erstmal meine Nachrichten durch, der Kameraden. Grausiger, letzte Woche. Von Edi, Informationen erhalten. Datenauswertung besteht die letzten bekannten Aufenthaltsorte des Frachts MSV und Generalstation und Fragosystem. Das hast du mal frühzeitig gesagt, die habe ich nämlich schon erledigt. Quelle des VI-Virus geordnet von Edi. Ja, nochmal genau dasselbe. Kate Bowman, ich habe ein paar Gefallen eingefordert, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ich weiß, woran Sie arbeiten. Anlässlich des Jahrestags der Rettung von Terra Nova, die wir Ihnen und den anderen verdanken, sind größere Festlichkeiten geplant. Letztes Jahr haben wir für Sie sogar ein Denkmal errichtet, aber das war wohl etwas verfrüht, was? Sie operieren vermutlich... Nö, nie. Ihr könnt immer ein Denkmal bauen. Sie operieren vermutlich deshalb im Verborgenen, weil sie nur so herausfinden können, wer die Kolonien überfällt. Also werde ich sie nicht einladen oder darum bitten, dass sie eine Rede halten. Aber sie sollen wissen, dass alle Koloniebewohner sich große Sorgen, bla bla bla, wegen der Vorbildung haben und so weiter und so fort. Ich bin wirklich froh, dass sie das in die Hand genommen haben. Das würde ich dir auch gerne machen. Derzeit machen im Militärkreis viele verrückte Geschichten, und es ist gut, bla bla bla. Kate Bowman, das war X57, oder? Tja, dann müsstet ihr Mass Effect 1 gesehen haben, dann wüsstet ihr, worum es geht. Es gibt nämlich mehr als nur Teil 2 in der Mass Effect-Trilogie. Das habt ihr vermisst, gibt's dazu. Eine Fliege im Brei von Lori Keane. Ich habe ja immer jede Menge Bälle in der Luft, wie sie Menschen zu sagen pflegen. Dadurch habe ich erfahren, dass es sie immer noch gibt und dass sie an etwas Geheimem arbeiten. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ihre Tätigkeit sie diesmal nicht nach Noveria führt, aber falls sie doch unbedingt zurückkommen und Sand aufhören müssen, geben sie mir Bescheid, dann lege ich um der alten Zeit mit einen grünen Teppich für sie aus.
grün. Es war wie immer ein Vergnügen. Lorikin, Administrator Paul Hanschan. Nochmals danke von Martin Burns. Udina hat gesagt, diese Nachricht würde sie erreichen. Sie sollen wissen, dass ich nicht vergessen habe, was sie an jedem Tag für mich getan haben. Als mich diese irren Biotika als Geisel umarmen haben, blablabla. Sie haben sie überredet, mich gehen zu lassen, mich lebendig von diesem Schiff runtergebracht. Ich will nicht lügen, aber ich habe diesen Job nur wegen der Macht angenommen. Das Problem der Biotika war für mich ein Sprungbrett, dass ich nun, ach, der Spinner, den ich am liebsten selber umgebracht hätte. Aber das war falsch. Wir alle dienen der Menschheit auf unsere eigene Weise und so weiter. Ich erhalte Dankesbriefe von der 2-Biotin, die gerade Entschädigungszahlen bekommen. Viel Glück, ich stehe politisch ganz schön unter Druck und wüsste nicht, wie ich Wenn sie mich brauchen, lasse ich... Ja, okay, das können immer Politiker bestellen. Ich meine, auf meiner Seite haben sie im Moment. Mann, habe ich heute wieder ein charismatisches Lächeln auf. Ich bin immer noch nicht gestorben. Irgendwas geht hier nicht mit dem rechten Ding zu. Edi? Infos? Raum? Das gefällt mir alles nicht so ganz. Jetzt bleib doch mal gerade stehen hier, Shepard! So blöd kann auch schon, ich kenn schon noch. Und der sieht mir so ähnlich verflucht als. Egal, weiter geht's. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Das ist ein Kroganer, der hat immer niedrige Hirnfunktionen. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Tja, na dann, uff die Bude. Bereithalten. Vielleicht ist es ja ein Komiker, man weiß ja nicht. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um jemand, der Witz erzählt. Alien-Technologie geht. Ist mir egal. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Dass die Momente diskutieren müssen. Ich bin hier der Commander. Komm raus, Thomas Gottschalk. Pardon. Ich entschuldige mich beim Zentralrat Gottschalk. Nee, egal. Lass mal. Ob der Gummiband ist? Welches ist doch ein Musiker? Sowas brauche ich noch in meiner Crew. Der Satz ist übrigens kopiert, aber was soll's. Können wir jetzt sehen? Bevor sie sterben, brauche ich einen Namen. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, sie entspannen sich. Nicht ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. Okir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Immer mit der Ruhe, Freundchen. Wäre Ihnen Okir nicht lieber? Dann stecke ich dich um. Vermächtnis? Ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn sie ihm leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für Okias Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde. Kämpfen und den Stärksten ermitteln. Das wäre dann ich. Seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere.
Da kann ich auch mit ihnen anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew. Einen starken Clan. Durch sie wird er noch stärker. Wenn sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig. Da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für sie kämpfen. Nette Stimme. Freut mich, dass sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen sie kämpfen zu lassen. Okay, das ist ein äußerst merkwürdiger Bursche. Jetzt kriegen wir schon wieder dieselben Erfolgs-Updates, die wir schon mal gehabt haben, aber egal. Ach, habt ihr die Waffe gesehen? So geht man mit Kobranern um. Ich bin ein Genie. Was soll's, jetzt reden wir trotzdem noch eine Runde mit dem. Shepard. Ich wollte nur sehen, ob sie sich ordentlich einleben. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen sie später wieder. Nett. Was denken sie über unsere Mission? Ich kämpfe. Für wen ist gleichgültig? Sehr gesprächig, der Typ. Hat Okir Ihnen auch Eindrücke von den Kollektoren vermittelt? Ich sehe verschwommen Schiffe, deren Stärke ich nicht einschätzen kann. Das reicht nicht, um einen Schwachpunkt zu finden. Okir hat die ganze Zeit nur seinen alten Hass gepflegt. Was er auch gehabt haben mag. Es war verbraucht, als er mich gemacht hat. Was halten Sie von der Crew? Gute Truppe, solange sie mir nicht in die Quere kommt. Tote Truppe, falls doch. Sie müssen sie gut ausbilden, wenn sie gegen die Kollektoren antreten wollen. Einige von diesen Aliens sind viel zu weich. Meint ihr damit Gareth? Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Ich kann mir da vielleicht was zusammenbauen. Weiß allerdings nicht, ob's was bringt. Organische Schrotflinte. Ah, noch nicht ganz ausgereift. Ja, was soll's? Hauptsache, er kann damit umgehen. Tja, na denn. Danke, Grunt. Ich werde ihn von hinten erschießen wahrscheinlich. Sir! So, Kenneth. Wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal, verarschen Sie mich nicht ständig. Es macht immer wieder Spaß, hier vorbeizuschauen. Könnte natürlich nach diesem kleinen Zwischenfall noch mit der Crew hin. Ach, wisst ihr was, dann ziehen wir die Folge eben in die Länge und schneiden es alles ein bisschen zurecht. Da seht ihr wieder, wie ich zu euch bin. Einen Aufwand mache ich mir wegen euch. Hey. Hey. Ich finde das so saucool, die Pistole. Hey. Gibt's was Neues? Sieht mir nicht so aus. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn sie gerade nicht da sind. Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Spritztouren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs. Hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen. Und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich habe gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Na dann, quatsch dich mal aus. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Drogen gibt's nicht, aber für letzteres kennst du. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag ihnen überhaupt nichts. Jetzt geht die Schose. Na gut, wir sind ja. Na gut. Was haben Sie getan, als Sie draufgekommen sind? Was denken Sie?
Ich mag die einfach, ehrlich. Sie müssen doch auch ein paar gute Leute. Nur von Verbrechern umgeben, ja. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie, Diebstahl vom Militärgerät, Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Ist die Liste noch länger? Das hat Spaß gemacht. Das Militär ist ein schweres Ziel. Damit haben Sie sich bestimmt einige Freunde gemacht. Sie hätten das Ding eben abschließen sollen. Außerdem sind Paraden langweilig. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Eine Raumstation? Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht war. Nicht alles geschieht bei mir spontan. Manchmal muss man schon ein wenig arbeiten, damit die Leute kriegen, was sie verdienen. Ich bin eine Weile mit ein paar Typen rumgehangen. Outlaw-Kolonie. Die waren mir ziemlich ähnlich. Deshalb waren wir wohl ein willkommenes Ziel. Die Turianer glauben, sie hätten Ahnung vom Prinzip der verbrannten Erde. Von wegen. Tja, und wer davon keine Ahnung hat, sollte googeln. Wundert sich bei dem Outfit eigentlich irgendeiner, warum ich hier so gerne im Maschinenraum bin? Piratin waren sie auch? In Tateinheit mit der Entführung. So ist das nun mal, wenn man ein Passagierschiff entführt und nicht alle tötet. Ich habe draus gelernt. Alle zu töten wäre einfacher gewesen. Ist sie nicht süß? Mich überrascht, dass sie den Vandalismus dabei überhaupt erwähnen. So nennen es die Hanar, wenn man die eben erwähnte Raumstation auf einen ihrer Monde stürzen lässt und so einen neuen Krater schafft. Sie haben den Mond wirklich gemocht. Oh Mann. Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Aber sollten Sie das nicht? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Hey Shepard, nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Also lecken Sie mich und danke der Nachfrage. War das jetzt eine Aufforderung? Ich habe nichts gesagt. Was ist denn? Der Kontakt zu New Kenton ist abgerissen. Möglicherweise die Kollektoren. Ist Ihre Familie rausgekommen? Ich weiß es nicht. Es gibt noch keine Verbindung. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie werden schon sehen. Smythe pflastert seinen Weg. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Die passt mir einfach zu gut auf. Hallöchen. Commander, was kann ich für Sie tun? Gibt es etwas, das ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Nett. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Ist sie nicht süß. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Das habe ich heute schon mal gesagt. Ihr habt recht. Der Commander hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Schleimer. Es ist eine kleine Armee. Wir könnten diese Mission tatsächlich überleben. Freu dich mal nicht zu früh. So sicher bin ich mir da noch nicht. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Mann, sieht der übel aus. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Vielleicht sollte der mal zur Chucky gehen. Mit der reden wir nicht und mit dem Typen, der das Essen... Nee, also... Der Klo putzt. Nee. Einfach nicht drüber nachdenken. Und auf jeder Raumstation etwas essen, aus gesundheitlichen Gründen. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Ich weiß. Das heißt aber nicht, dass ich dahin gehe. Oh, Grunt. Wir müssen echt mal an den Waffen arbeiten. Panzer, Schild, gut. Okay, die Kroganer-Flinte gehört dem Kroganer. Was für eine Meinung? Lass mich rein, du willst auch nicht quatschen. Ist auch besser so. So, und bevor wir jetzt mit dem reden, machen wir eine Pause. Geht beim nächsten Mal weiter. Ecstasy, ENI. Das ist kein Facebook-Profil. Xenout. Ja, da braten wir noch einen in Storch, oder wie das heißt. Wir haben unseren eigenen kleinen Kroganer. Nicht ganz den wir haben wollten, aber ich schätze mal, mit dem können wir auch leben.
Ein richtiger Komiker ist er. Ich schätze mal, zum Singen werden wir ihn auch noch bringen. Darf ich vorstellen, das ist Grant. Nebenbei möchte ich an der Stelle festhalten, wir sind in dieser Folge schon wieder nicht ums Leben gekommen. Irgendwie trotzen wir dem Spiel. Nichtsdestotrotz, Grant wird uns jede Menge Spaß noch besorgen. Mit Jack haben wir uns auch unterhalten. Das werden wir öfter tun. Der Frachtraum ist irgendwie einladend. Und der Maschinendeck sowieso. Ach ja, was für eine tolle Crew haben wir. Ehemalige Söldner, Monsterkrieger aus dem Zuchttank, Piraten, Terroristen und zu einem Überfluss auch noch Kelly Chambers. Na egal, irgendwie werden wir mit den Leuten schon zurechtkommen. Und am Ende habe ich ja schließlich das Sagen, zumindest hoffe ich das. Egal, Ecstasy, A-N-I, Xen,